Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 23 und zwar für die Handelstage vom 4.6. bis 8.6.2018. Heute mit den Märkten DAX, S&P, Euro und Gold. Diesen Märkten wollen wir uns hier widmen. Wie gewohnt findet ihr unten in der Videobeschreibung, ich habe es hier nochmal eingeblendet, hinter den jeweiligen Märkten dann eine Uhrzeit bzw. eine Zeit. Wenn ihr eben nicht zum Beispiel den DAX euch anschauen wollt, sondern nur den S&P, der dann hier eben vom Dow Jones abgelöst wird, beziehungsweise vom der S&P, der Dow Jones vom S&P abgelöst wird. So, da steht dann dahinter eine Zeit, da könnt ihr raufklicken und dann kommt ihr in dem Video direkt zu der jeweiligen Analyse des Marktes und man kann hier direkt im Video hin und her springen zu den jeweiligen Märkten. Wie gewohnt natürlich auch vorab der Risikohinweis, lest euch diese bitte durch, achtet prinzipiell darauf, dass ihr mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst und dass all das, was ich hier sage, definitiv nicht als Handelsempfehlung zu werten ist, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zu eurem Trading. Und wenn ihr dann weitere Fragen zum Trading oder zum Broker JFD habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Dort könnt ihr noch diverse Fragen zum Broker und zum Trading dann beantwortet bekommen. Und ich switche auch mal ganz kurz zur Watchlist bzw. hier zu der Tabelle für die jeweiligen Wirtschaftszahlen für die kommende Handelswoche. Da kommt erstmal für die genannten Märkte nicht so viel Wichtiges raus. Also ich suche mir hier immer denn Wirtschaftszahlen, die wirklich eine hohe Relevanz haben. Wir haben hier am Dienstag zwar die Zinsentscheidung in Australien, aber das sollte jetzt unsere Märkte erstmal nicht in nennenswert bewegen. Auch am Donnerstag um 11 Uhr aus der Eurozone Bruttoinlandsprodukt. Das ist jetzt zwar eine Zahl, man sollte vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, aber wie die Non-Farm Payrolls am Freitag, dass hier wirklich dann entsprechend etwas stärkere Volatilität aufkommt, ist jetzt recht unwahrscheinlich bei den hier aufgelisteten Zahlen für die kommende Handelswoche. Dann schieben wir auch schon das hier aus dem Bild raus und wir schauen uns den DAX an. Der DAX, wir sehen das hier, ich habe den Tageschart erstmal eingeblendet. Wir haben in der vergangenen Handelswoche noch relativ hoch gestartet, knapp unter 13.000, waren dann am Montag auch nochmal kurzzeitig über 13.000 und dann setzte hier die Abwärtstendenz ein am Montag und am Dienstag dann auch mit etwas stärkerer Volatilität hinein in den Unterstützungsbereich 600 und 650. Das war der wichtige Bereich, den ich auch in der letzten Analyse genannt hatte für die Unterseite, wo der Markt, wir sehen es hier, wirklich Unterstützung fand. Ich zeichne das nochmal ein, dass das dann auch jedem klar ist, weil dieser Bereich wird natürlich für die kommende Handelswoche auch interessant bleiben. Also wir hatten hier diverse Hochpunkte im Bereich 600, 650 und dann kam der Markt, der von der Oberseite erneut in diesen Bereich rein und Bereiche, die in der Vergangenheit wichtig waren, werden dann auch in der Zukunft oft wichtig und somit war hier dieser Bereich das kernunterstützende Niveau in der vergangenen Handelswoche. Dann ist der Markt aus diesem Bereich des Öfteren wieder nach oben und wir haben das nächste wichtige Niveau, diesen 850er Bereich beziehungsweise in der vergangenen Handelswoche dann auch noch der 800er Bereich als nicht zu verachtendes Niveau markiert, dann auch wichtig für die kommende Handelswoche, denn diese beiden Bereiche sollten jetzt kriegsentscheidend sein. Zum einen ist es denkbar, dass der Markt sich erstmal, weil wir haben uns in der vergangenen Handelswoche, das darf man jetzt hier nicht verkennen, der DAX hat in der vergangenen Handelswoche eigentlich ab Dienstag volatil seitwärts tendiert. Wir sind einen Tag runter, wir sind einen Tag hoch, wir sind einen Tag runter und am Freitag haben wir hier schon wieder eine Long-Tendenz gehabt. Der Markt dann hier eben gerade am Nachmittag dann nochmals auf der Aufwärtsseite leicht am Pushen gewesen und dann zum Abend kam hier der Markt oder zum Nachmittag dann nochmal leicht wieder zurück. Aber prinzipiell seitwärts tendieren zwischen den Bereichen 600, 650 hinauf Richtung 800, 850. Somit ist jetzt es denkbar, dass wir nach wie vor in diesem Bereich vielleicht hier weiter erstmal so eine leichte Seitwärtstendenz haben. Auf jeden Fall ist es erstmal von der Kernrichtung, vom Trend her in diesem Bereich, ist es mit Vorsicht zu genießen, hier eben massiv darauf zu setzen, dass zum einen der Bruch nach oben kommt oder eben der Bruch nach unten. Da muss man dann mal schauen, wenn diese Brüche kommen und das ist dann auch meine Herangehensweise. Ich bin erstmal in diesen Bereichen vorsichtig, sehe nach wie vor im Bereich 650, 600 schon nach wie vor noch massive Unterstützung. Also hier muss der Markt es erstmal schaffen, selbst wenn nochmal so ein leichter Ausreißer nach unten kommt. Hier kommen durch diese Schiebeseitwärtszone noch diverse kleinere Unterstützungsniveaus, die den Markt dann immer wieder nach oben schieben können. Durchaus zwar der 12.520er Bereich auf der Unterseite auch noch interessant, auch noch ein interessantes Unterstützungsniveau, aber
erstmal sind wir oberhalb von 650, wir sind im Bereich sogar über 12.700. Somit bin ich erstmal für den Montag hier auch leicht long-tendierend eingestellt mit dem ersten Ziel, dass der Markt Richtung 850 läuft, also diese Bewegung hier vollzieht. Und wenn er Stärke hat, wir schauen ja uns auch gleich den S&P an, switchen dann auch mal ganz kurz zum Dow Jones rüber, denn diese beiden Märkte sind jetzt an markanten Widerständen und da fehlt wirklich nur noch ein kleiner Schritt und dann wird die Long-Tendenz bzw. der Long-Vorteil etwas klarer in den US-Märkten und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass der DAX hier erstmal zur Stärke zurückfindet. Wie gesagt, erster Schritt muss der Markt erstmal Richtung 12.850 laufen und wenn er dann darüber kommt, wenn er dann diese Stärke findet, dann ist es hier wirklich etwas klarer. Zum einen erstmal der 900er Bereich, der ist hier sehr, sehr wichtig als nächstes Widerstandsniveau, aber wenn der Markt stark ist, sollte es relativ zügig wieder Richtung 13.000 gehen. Da wissen wir, dass das auch in der Vergangenheit zum einen hier als Widerstand, dann eben kurzzeitig auch als Unterstützung und dann hier nochmals als Widerstand sehr, sehr interessant war. Und wir haben in der vorletzten Woche ja schon im 13.000er Bereich beziehungsweise sogar noch Anfang vergangener Handelswoche zum Montag hier darauf gesetzt beziehungsweise geschaut, wenn der Markt eben über diesen 13.000er Bereich wirklich mal nachhaltig drüber dippt, dann ist es ja hier schon, oder das war hier schon der Gedanke, dass dann der Bereich 13.200, was vorletzte Woche hier eben das vorläufige Bewegungshoch war, dass das dann erstmal, hatten wir hier schon gesagt, dass das dann wieder einsetzen könnte. Moment, da gehen wir jetzt nochmal ein Stück zurück, das war jetzt falsch, das sollte ein Pfeil werden. Dass dann hier schon der Gedanke war, dass wir erneut Richtung 13.200 laufen können. Das hat dann erstmal nicht eingesetzt. Der Markt ging bekannterweise nach unten. Und somit ist es hier denkbar, wenn wir jetzt dorthin laufen, vielleicht hier natürlich nochmal einen kleinen Rücksetzer sehen, ob der Markt jetzt direkt durch 13.000 sauber durchläuft. Sei jetzt auch erstmal dahingestellt. Also hier könnte dann nochmal ein Rücksetzer stattfinden. Aber auch dieser wäre dann interessant zu kaufen mit dem Gedanken durch 13.000 durch, Richtung 13.100, 13.150 und dann 13.200. Das sind so die Bereiche, die für die kommende Handelswoche erstmal interessant sind, dann auch für die jeweiligen Tage. Ihr wisst, wir haben ja hier im Livestream dann am Morgen immer DAX Long oder Short die Besprechung, wo ich dann für den Tag versuche, so ein bisschen die Bereiche einzuschätzen und hier diese Wochenendanalyse ist ja primär eben das Big Picture einzufangen, um hier zu schauen, wo befinden wir uns, wo könnte tendenziell der Markt hingehen und welche Kernbereiche sind hier Widerstand oder eben Unterstützung. Oberhalb von 13.200 könnte es dann schnell Richtung 13.300 gehen. Aber da sind wir schon noch lange nicht. Also das muss der Markt in der kommenden Handelswoche, wenn er denn so stark ist, wie ich es erstmal für den heutigen Tag oder mit aus der aktuellen Situation heraus eben annehme, wenn der Markt wirklich diese Stärke findet, dann sollte er es erstmal überhaupt Richtung 13 schaffen, Richtung 13.100 und dann Richtung 13.200. Sollten wir jedoch hier nicht eben diese Stärke zurückfinden, sondern erstmal hier ein Weilchen zwischen 12.650 und 12.850 pendeln, und sich hier eben gegebenenfalls zeigen, dass der Markt es nicht schafft, nach oben auszubrechen. Dass hier eben Versuche, über diesen Bereich rüberzugehen, sofort wieder abverkauft werden. Und der Markt immer wieder nach unten kommt und vielleicht sogar im Endeffekt hier so eine kleine Sequenz fallender Hochs ausbaut, ja, und hier immer wieder runterdippt, dann ist es natürlich denkbar, dass wir doch eben hier runterlaufen. Wie gesagt, 12.500 ist auf der Unterseite hier definitiv nochmal denkbar. Das bedeutet, dass wir hier die vergangenen Tiefs der vergangenen Handelswoche, wir sehen einmal hier, ja, und dann hier leicht tiefer nochmal dieses Tief, dass wir hier eben dann in diesen 500er Bereich laufen, was dann bedeuten würde, wir würden wieder hier nur so ein kleines Tief ausbauen und dann aus dem Bereich gegebenenfalls wieder nach oben reagieren. Dafür muss dann aber auch der US-Markt auf der Abwärtsseite erneut laufen. Der war auch sehr, sehr choppy vergangene Handelswoche, gerade der Dow Jones in der Kernhandelszeit, also zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr, sehr, sehr sprunghaft. Viele Gaps, die teilweise geschlossen worden sind, teilweise nicht. Also da war der amerikanische Markt auch nicht wirklich so perfekt handelbar vergangene Handelswoche und somit hier eben auch so ein bisschen vorsichtig. Aber das ist jetzt erstmal die Denkweise hier für den DAX. Das können wir uns merken. Das ist dann mein grober Plan für die kommende Handelswoche. Und dann schauen wir mal, was wir aus dieser groben Analyse hier dann in der kommenden Handelswoche dann produzieren. Switchen wir mal auf den US-Markt, auf den S&P. Und ich habe mich heute mal statt dem Dow Jones für den S&P entschieden.
Weil hier relativ eindeutig, noch viel, viel eindeutiger oder noch viel, viel klarer ein bestimmter Widerstandsbereich zu sehen ist. Und zwar im S&P ist es der Widerstandsbereich 2738, 2739 in etwa hier in der CFD-Indikation. Und das ist der Bereich hier im Moment, ich zeichne ihn auch mal ein, der hier wirklich in den vergangenen Tagen des Öfteren angelaufen wurde. Immer wieder eigentlich fast exakt angelaufen wurde. Und dann Abverkauf. Angelaufen wurde und Abverkauf. Angelaufen, Abverkauf, sogar mal hier etwas stärker nach unten in der vergangenen Handelswoche. Wieder mehr oder weniger angelaufen, schon ein Stück weit vorher mal gedreht. Und jetzt zum Freitagsschlusskurs erneut angelaufen, diesen Bereich. Immer wieder Stärke, Schwäche, Stärke, Schwäche, Stärke, Schwäche. Und da wir vorher prinzipiell long tendierend waren und wir hier grundlegend auch am Freitag wieder gute Arbeitsmarktzahlen hatten in den USA, dass prinzipiell am Freitag der Markt dann auch grundlegend positiv darauf reagiert hat und dann auch dieses Chartbild hier prinzipiell vorher von der Aufwärtsseite kam, auch die letzte Kernbewegung hier eigentlich aufwärts gerichtet war, ist es jetzt hier auf jeden Fall denkbar, dass dieser Bruch in der nächsten Handelswoche nach oben stattfindet. Dann kommt hier relativ zügig der 2770er Bereich. Und dann auch relativ zügig hier Anfang März, Mitte März, dieses Hoch im Bereich 2800. Und das kann relativ zügig gehen. Der Bereich kann wirklich relativ zügig angelaufen werden, weil hier hat der Markt, wenn das Long-Szenario einsetzt, wirklich Kraft getankt. Er hat eben alle diejenigen, die hier irgendwie verkaufen wollten, dann wirklich langsam mal abgeschüttelt. Und wenn dann so ein Bruch kommt, zusätzlich würden hier gegebenenfalls auch noch eine ganze Menge Stops drüber liegen, beziehungsweise Breakout-Orders, die dann auch noch dazu führen, dass der Markt so ein bisschen erstmal nach oben gezogen wird. Und somit ist es hier denkbar, dass der S&P wirklich auch die Aufwärtsseite für sich für die Aufwärtsseite entscheidet. Zwischen den Bereichen 2738, 39, beziehungsweise dieser unteren Grenze 2700, ist es ähnlich wie im DAX eben. Da haben wir so ein bisschen so eine Schiebezone, die wir ja auch im DAX in der vergangenen Handelswoche primär hatten. Und da sollte man so ein bisschen vorsichtig sein. Erstmal vielleicht auch kleine Rücksetzer immer mal vorsichtig kaufen mit dem Gedanken, dass vielleicht der Breakout nach oben stattfindet. Das wäre noch denkbar. Aber so richtig die Abwärtsseite wird eigentlich erst unter 2700 interessant. Und dann, das sehen wir hier, wir hatten hier dann schon mal einen relativ starken Rutsch auf der Abwärtsseite, dann kann das relativ zügig gehen. Wir haben zwar hier dann noch diverse Unterstützungsbereiche, aber es kann dann übergeordnet relativ zügig sein, dass dann auch der S&P weitere 50 Punkte auf der Abwärtsseite ausbaut. Wir haben eine komplette Handelswoche vor uns, 5 Handelstage, kein Feiertag, wie es ja in den letzten, gerade im Mai, waren ja ohne Ende Feiertage, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in Amerika, waren diverse Tage, wo der Handel gar nicht, beziehungsweise teilweise nur so halb stattgefunden hat. Die kommende Handelswoche wirklich eine volle Handelswoche. Und da ist es denkbar, wenn der Markt sich für die Abwärtsseite entscheidet, was natürlich auch jederzeit denkbar ist, dass dann eben der Bereich 2650 nach unten angelaufen werden könnte. Aber hier, das eben erstmal wollte ich markieren oder euch mal zeigen, das ist hier natürlich auch aus der Vergangenheit wichtig, dieser Bereich, und natürlich in den letzten Handelstagen hier im Mai umso wichtiger geworden. Und wenn wir uns das Ganze dann im Dow Jones anschauen, da will ich trotzdem eben auch mal drauf blicken, dann sehen wir, dass es hier auch einen sehr, sehr wichtigen Bereich gibt, der da wichtig ist, aber im S&P irgendwo noch so ein bisschen besser dargestellt werden konnte. Da haben wir hier diesen Bereich um die Marke 24.670 bis 24.700 hinauf. Da sind wir des Öfteren von der Aufwärtsseite immer wieder gegen, von der Aufwärtsseite gegen, Break nach unten, von der Unterseite gegen. Und wir sind auch hier am Freitag in diesem Niveau, haben wir unseren Schlusskurs gefunden. Und ähnlich wird es dann hier, wir haben dann sogar im Dow Jones jetzt hier ganz grob gesagt ein steigende Tiefs. Ja, also sind ja hier steigend unterwegs, letzte Kernbewegung prinzipiell aufwärts, und somit wäre ich jetzt hier auch erstmal darauf eingestellt, dass hier am Montag oder am Dienstag, mal gucken, wie sich der Markt entwickelt, dass hier die Aufwärtsseite stattfindet. Wobei es hier etwas klarer wird, sobald wir im Dow Jones 24.440, das ist der Bereich hier so ein Stückchen weiter unten, wenn wir hier nach unten wieder durchbrechen sollten, ja, dann ist es auch schnell denkbar, dass wir die Abwärtsseite wieder aufbauen. Das ist dann in etwa dieser Bereich. Moment, zeichne ich nochmal ein. Das ist hier so
naja, der graue Bereich, den ich hier in der Vergangenheit immer schon mal angesprochen habe. Wenn wir hier wirklich Schwäche finden, so einen Handelstag mal auf der Abwärtsseite, um vielleicht nochmal kurz Kraft zu tanken hier in diesem Bereich, das wäre jetzt nicht so schlimm für die Abwärtsseite. Selbst hier könnte dann ein Folgetag kommen, um hier Kraft nach oben zu finden. Aber wenn wir denn nachhaltig hier drunter laufen, dann kann es schnell gehen nach unten. Es heißt jetzt nicht zwingend, dass wir sofort 24.000 sehen, aber hier kommt dann nicht mehr so viel Unterstützungsniveau. Und man darf nicht vergessen, in den letzten Handelswochen hatten wir des Öfteren immer mal starkes Moment auf der Abwärtsseite und hier kann das dann immer schnell gehen. Somit muss man natürlich beide Seiten auf dem Schirm haben. Favorisieren tue ich erstmal die Aufwärtsseite. Aber wenn mir eben im Laufe der Tage, und auch das besprechen wir natürlich vorrangig dann im Livestream US Opening Bell immer nachmittags hier auf dem YouTube-Kanal und Guidance-Kanal von JFT Brokers, wenn es hier wirklich kippt, wenn die Situation kippt, dann kann es durchaus hier auf der Abwärtsseite eben nach unten gehen. Ja, also das eben ganz wichtig zu beachten, das ganz wichtig zu schauen, hier im Dow Jones und wie gesagt im S&P ist denn hier dieser Bereich noch etwas klarer zu betrachten. Kommen wir zum Euro. Der Euro ja in den letzten Tagen bzw. eigentlich in den letzten Wochen extrem sauber auf der Abwärtsseite am Laufen, hat jetzt aber im Bereich 1,15 hier so ein bisschen Unterstützung gefunden und dazu müssen wir mal so ein bisschen das Bild zusammenschieben, denn wir haben aus dem vergangenen Jahr, Moment, das schiebe ich mal zu, na, das war ein Stück zu weit. Wir haben aus dem vergangenen Handelsjahr, Moment, hier, haben wir hier in diesem Bereich und zwar noch ein Stück weit drunter, 1,1450, massives Unterstützungsniveau. Wobei man hierzu sagen muss, in den Futures ist dieses Unterstützungsniveau leicht höher und das hat, die vergangene Handelswoche hat dieses Unterstützungsniveau schon exakt erreicht und ist jetzt aus diesem Niveau eben leicht nach oben wieder tendierend. Wir sind von der Kernbewegung klar abwärts. Also hier prozyklisch wäre weiterhin die Abwärtsseite an entsprechenden Widerständen interessant. Aber wenn eben diese Stärke, die wir dann zum Ende der vergangenen Handelswoche gesehen haben, ein bisschen Bestand hat, dann gucken wir uns das jetzt eben mal auf kleinerer Zeitebene an, dann wären hier auch antizyklische Käufe durchaus denkbar. Müssen wir mal auf den 4-Stunden-Chart gehen, uns das Bild der vergangenen Handelswoche hier mal so ein bisschen anschauen. Wir haben auf jeden Fall, beziehungsweise der Euro hat so die letzten Tiefs dieser Abwärtsbewegung auf jeden Fall schon nach oben durchschritten, hat den Bereich 1,1730, der jetzt hier auch nicht so unwichtig ist, beziehungsweise noch wichtiger wird sogar der 1,1820er Bereich hier oben. Also alles, was sich übergeordnet da drunter abspielt, Moment, das zeichne ich mal ein, diesen übergeordneten Trend, also wir sind ja abwärts tendierend, wir hatten hier dann eine leichte Erholung schon mal, sind dann weiter abwärts tendierend und wir haben jetzt diesen 1,1820er Bereich, das ist dieser Bereich hier und zwar ist das der Bereich dieser letzten Tiefs, nachdem der Markt hier schon mal so leicht mal ein, zwei Tage die Erholung eben angesetzt hat und dann eben die nächste Welle auf der Abwärtsseite stattfindet. Somit kann übergeordnet definitiv jetzt Folgendes passieren, dieser 1,1820er Bereich könnte getestet werden, um dann die nächste Welle auf der Abwärtsseite einzuleiten. Aber untergeordnet, und das sind ja dann eben auch die Trades, die man im Daytrading-Bereich macht, untergeordnet kann es natürlich erstmal zur weiteren Erholung in Richtung 1,1820 kommen. Das wäre jetzt auch erstmal für die Aufwärtsseite so mein Gedanke. Wir schauen uns da jetzt gleich nochmal untergeordnet an, über welchen Bereichen der Markt dann tendieren sollte, dass er vielleicht in Richtung 1,1820 läuft. Findet er gleich wieder zurück zur Schwäche, dann wird es hier natürlich auch relativ zügig wieder interessant für die Abwärtsseite. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Und sollte der Markt wirklich die Stärke finden, über 1,1820 zu gehen, dann wäre hier übergeordnet wirklich, oder dann würden sich übergeordnet die Vorzeichen für die Aufwärtsseite für eine etwas stärkere Erholung hier auf jeden Fall nochmal auftun. Und dann kommt der Bereich 1,20, 1,2050 zum Tragen. Zwischendurch natürlich nochmal weitere Widerstände, aber übergeordnet könnte denn diese Erholung auch mal etwas weiter, etwas stärker vonstatten gehen. Also das erstmal wirklich das große, grobe Bild hier auf dem Tageschart. Dann gehen wir nochmal zurück auf den 4-Stunden-Chart und wir sehen, dass hier der Bereich, ich markiere das mal kurz oder zeige das mal kurz mit dem Fadenkreuz, hier dieser Bereich, den wir schon mal während der Wochenanalysen, während der täglichen Livestreams dann markiert hatten, der Bereich 1,1630 in etwa. Dieser Bereich ist jetzt erstmal für mich interessant, für mich wichtig. Der war in den vergangenen Tagen das ein oder andere Mal auch schon wichtig, beziehungsweise auch noch knapp darüber. Aber das wäre jetzt hier untergeordnet der Bereich, wo der Euro-US-Dollar, Moment, ich zeichne das mal ein,
definitiv drüber bleiben sollte, wenn dieses Szenario für vielleicht 18,20 die Reise Richtung 1,18,20 eintreten könnte. Also hier immer wieder steigen hoch, so vorsichtig eben sich vollziehen, vielleicht dann auch hier nochmal so eine Gegenbewegung, dann vielleicht eben der Bruch dieses Bereiches, vielleicht hier auch nochmal eine Gegenbewegung und dass der Markt sich eben langsam Richtung 1,18,20 vorarbeiten kann. Auch hier so ein leichter Rücksetzer in dieses Unterstützungsniveau ist natürlich denkbar und dann geht das eben in dieser Art und Weise weiter. Sollten wir jedoch nachhaltig bedeutet für mich ja, dass wir nicht hier im 5-Minuten-Chart mal kurz hier runter dippen, sondern eben schon wenigstens auf einer Stunde oder wenigstens auf 4 Stunden auf dem 4-Stunden-Chart hier dann nachhaltig dann einen Schlusskurs bilden. Also wenn sich dann hier so eine Kerze nach unten vollzieht, zack, nach unten, ja, so hier und dann auch hier unten schließt, dann wäre erstmal dieses Aufwärtsszenario so ein bisschen ad acta zu legen. Erst wenn der Markt dann wieder drüber kommt, wird es für die Long-Seite interessant, sollte er hier drunter bleiben, dann ist es relativ zügig denkbar, dass hier dann auch wieder eine Bewegung nach unten stattfindet, nochmal leichte Reaktion im Unterstützungsbereich und das ist dann relativ zügig zum einen zu den Vorwochentiefs hier in der CFD-Indikation 1,1540, 1,1530 in etwa laufen kann, beziehungsweise dass wir ganz sauber die generelle Abwärtsbewegung einfach nach unten fortsetzen und dieses Unterstützungsniveau, was ich eingangs gezeigt hatte, hier eben gar nicht so wichtig ist, vom Markt nicht so wichtig aufgenommen wird und hier die klassische Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt wird. Also erstmal gerade am Anfang der Handelswoche ist dieser Bereich um die Marke 1,1630 hier kernentscheidend. Darüber würde ich erstmal schauen, ob der Markt eben wirklich, dass der Markt Kraft findet, so ein bisschen sich weiter zu erholen. Und wer hier eben etwas aggressiver unterwegs sein möchte, kann es auch durchaus immer mal wieder an entsprechenden Widerständen vorsichtig auf der Abwärtsseite versuchen. Ja, hier kommen ja auch zwischendurch nochmal so ein paar Widerstände, wo der Markt ja dann auch immer wieder ranlaufen kann und dann immer mal wieder auf der Abwärtsseite pusht. Das heißt ja nicht, dass der bis 1,1820 laufen muss. Also hier, das machen wir ja dann auch in den Livestreams immer, wenn wir hier im Daytrading unterwegs sind, heißt es ja nicht, dass ich jetzt wirklich nur Aufwärtstrades suche, sondern dass ich dann auch nochmal schaue, wie ist das Bild, wie ist die Kraft des Marktes und dann natürlich auch mal zwischendurch hier vorsichtig die Abwärtsseite versuche, weil genau die kann natürlich auch schon vorher eintreten und dann eben nach unten sich gegebenenfalls wieder fortsetzen. Ja, also das jetzt erstmal die grobe Überlegung hier zum Euro-US-Dollar. Wir sind schwach, wir sind leicht in der Erholung zu der generellen Schwäche und da müssen wir mal gucken, wie weit diese Erholung jetzt erstmal weiterhin stattfindet. Schauen wir abschließend noch aufs Gold. Gold in der vergangenen Handelswoche prinzipiell zwischen den zwei wichtigen Bereichen 1290 bzw. 13,05. Das waren diese zwei Bereiche, die wir hier auch angesprochen haben. Der 13,05er Bereich ist der Bereich, der sich hier aus dieser großen Seitwärtsphase, das ist dieser untere Bereich aus dieser ewigen Seitwärtszone, die wir hier eigentlich das komplette Jahr Ende letzten Jahres begonnen haben, dass wir hier reingelaufen sind und dann haben wir eigentlich hier, bis der Ausbruch jetzt kürzlich nach unten kam, hat Gold sich die ganze Zeit in dieser Schiebezone zwischen 13,05 und 13,57 im Prinzip aufgehalten. Jetzt kam der Bruch nach unten und jetzt ist Gold hier im Prinzip einfach, in Anführungsstrichen, einfach nur nach unten ausgebrochen, hat jetzt hier diesen unteren Bereich dieser ewigen Schiebezone von unten mehrfach getestet und ist jetzt hier zum Freitag wieder in das nächste kernunterstützende Niveau, was hier auf höherer Zeitebene einfach aus diesen ganzen Hochs, die hier vorher aus der Vergangenheit entstanden sind, im Prinzip markiert wurde. Also hier sind wir in dem Bereich mal zum Stehen gekommen, hier sind wir in dem Bereich zum Stehen gekommen, hier zweifach zum Stehen gekommen, dann kam der Bruch nach oben, dann sehen wir hier, dass wir von oben einmal abgeprallt sind, wieder der Rutsch nach unten, dann hatten wir hier interessantes Widerstand und Unterstützungsniveau, hier hatten wir Widerstand und dann ging der Markt nach oben weg. Und jetzt ist er einfach ja nur wieder in diesen Bereich reingelaufen, hat hier wieder Unterstützung gefunden und hat hier oben Widerstand gefunden und hat in der vergangenen Handelswoche einfach diese beiden Bereiche mehrfach von oben und von unten getestet und wir sehen das hier, das Gold hoch, runter, hoch, nicht ganz bis runter, hoch in diesem Bereich und jetzt zum Freitag hier mit den Non-Farm Payrolls, mal kurz der Schuss nach unten, mal kurz stärker, aber hat die nicht halten können und ging jetzt hier annähernd wieder in diesen Bereich runter. Und hier ist es für Gold jetzt definitiv denkbar, dass diese Schwäche, also der Markt hat jetzt so oft die Chance gehabt, über 13,05 zu gehen, über diesen extrem wichtigen Widerstandsbereich, hat es nicht geschafft und ist jetzt kürzlich eben hier auf der Abwärtsseite wieder pushend am Freitag gewesen. Sollte diese Schwäche jetzt beibehalten werden können, dann ist es natürlich
natürlich schnell denkbar, dass wir dieses ewige Hin und Her hier nach unten schaffen zu durchschreiten und dass wir jetzt hier, Moment, das sollte ein Pfeil werden, dass wir jetzt hier, und das wäre auch erstmals aus aktueller Sicht so mein Gedanke, den ich mir hier gleich Montag und Dienstag anschaue, dass wir das Gold eben schafft, hier den Bruch nach unten zu finden, die Vorwochen tiefst dann nach unten durchschreitet und hier in nächste Unterstützungsniveaus läuft. Da kommt hier in dem Bereich um die Marke 1,87 in etwa, kommt so das nächste Unterstützungsniveau, wo erstmal wieder eine Reaktion stattfinden könnte und dann kann es schnell gehen. Gerade wenn die Indizes wirklich stark sind, kann es hier sein, dass eben Gold dadurch so ein bisschen weiter an Schwäche zunimmt. Ja, allerdings muss man hier so ein bisschen vorsichtig sein, denn in der Vergangenheit war es nicht zwingend so, dass wenn Gold gefallen ist, die Indizes gestiegen sind und umgekehrt, aber es könnte in der kommenden Handelswoche wirklich dazu kommen, dass hier Gold wenigstens kurzfristige Natur so ein bisschen Druck nach unten bekommt. Auch all dieweil der Markt, der hier eben auch schon mal diese starke, momentumhafte Bewegung auf der Abwärtsseite hatte und diese Bewegung jetzt hier nach oben einfach nur so eine läppische Erholung sein könnte, wirklich unentschlossene Erholung mit diesem Hin und Her hier. Und jetzt eben einfach dieser Break, dieser Schiebezone der vergangenen Handelswoche eventuell nach unten verlassen wird. Vorher haben wir hier allerdings im Bereich 1292 noch so eine Unterstützung. Ich bin ja jemand, der sowas dann immer schon mal ganz gerne antizipiert, also der hier schon dann mal den einen oder anderen Versuch vor diesem Bereich auf der Abwärtsseite versucht. Mit dem Gedanken, dass der Markt, wenn er hier durchkommt, gegebenenfalls mit Schmackes durchläuft, dann bin ich immer ganz gerne schon vorher dabei. Man kann aber auch, wer jetzt eben nicht daran glaubt, dass Gold jetzt hier durchgeht, natürlich in diesem Unterstützungsniveau, was hier eben auch aus der Vergangenheit definitiv da ist, man kann es hier auch vorsichtig immer erstmal auf der Aufwärtsseite wieder versuchen. Definitiv realistisch 13,05, dass einfach diese Schiebezone hier weiter abgearbeitet wird. Ich wäre nur, ich habe es in der vergangenen Woche das ein oder andere Mal auf der Aufwärtsseite versucht, habe auch Geld verdienen können, auf der Aufwärtsseite, aber so ein richtig schöner Trade, der sich so richtig stark entwickelt hat, der konnte hier nicht produziert werden. Die Grenze 13,05 war einfach immer da. Ja, und da ich jetzt hier nicht exakt im 1292er Bereich eingestiegen bin, sondern meistens ja dann etwas später, war hier natürlich der Weg Richtung 13,05, was ein realistisches Ziel war, immer nicht so weit. Also so ein richtig schönes Ding konnte man im Gold hier vergangene Woche auch nicht produzieren. Hier dann auch diverse Break-Even-Trades, was generell sowieso bei meinem Trading vergangene Woche so war, dass ich extrem viele Break-Even-Trades hatte, weil wir einfach Shoppy im DAX waren, im S&P waren, wir waren Shoppy im Dow Jones, wir waren Shoppy in den Währungen und wir waren auch Shoppy im Gold. Ja, also dieses Hin und Her führt natürlich dazu, wenn man generell trendfolgender Trader ist, der eben auch gerne mal Trades richtig schön laufen lässt, dass hier natürlich schnell Grenzen gefunden werden, wenn der Markt einfach seitwärts tendierend ist. Ja, also hier 1292, wichtiger Entscheidungsbereich und so richtig klar, wenn wirklich der Markt eben nach oben kommt und hier eben nicht diesen Bruch nach unten schafft, dann wird es so richtig klar eigentlich für die Aufwärtsseite, wenn dieser 13,05er Bereich durchstoßen wird und dann ist es schnell denkbar, dass der Markt Richtung 13,13 läuft, 13,16 läuft und 13,20 ist auch nochmal aus der Vergangenheit so ein extrem wichtiges Niveau und das kann dann eben dazu führen, immer mal, dass eine Reaktion stattfindet, der Markt weiterläuft, Reaktion stattfindet und der Markt weiterläuft und das wäre erst eigentlich so über 13,05 so der Kerngedanke hier im übergeordneten Bild, dann auch hier die nachhaltigeren Long Trades, die dann auch vom Trendfaktor her prozyklisch wären, dann erst oberhalb von 13,05 umzusetzen. Ja, das ist so die Kernanalyse für die kommende Handelswoche in den vier Märkten, wie wir sie besprochen haben. Wir werden dann, wie gesagt, in den Livestreams entsprechend diese Analyse verfeinern für Ideen, für Trading-Setups, je nachdem, wo die Märkte sich aufhalten. Ihr wisst das, dass ich dann eben auch gerade diese Märkte immer wieder in der Beschau habe. Ihr seid natürlich herzlich dazu eingeladen. Schaut euch das an. Bis dahin, ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Good Trades und Mega Trading. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.